Jesus sagt, erneuert euren Geist in mir. Kommt, verschwendet keine Minute mehr. 11. November 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Herr, wenn unsere Quellen austrocknen, bist du die einzige, nie versiegende Quelle für alles, was wir brauchen. Danke dir für die Einladung, uns von deiner Substanz zu nähren. Amen. Jesus begann: Wir tun dies zusammen, Claire. Wir werden erfolgreich sein, aber du musst deine Kraft von mir beziehen. Genau hier, aus meinem Herzen. Bete mich an und sauge mich ein, Claire. Fülle dich bei mir auf. Lass eine endlose Infusion meiner Kraft zu, damit du deine Mission zu Ende führen kannst. Lass den endlosen Strom meiner Liebe zu, der dir sagt, dass du auf der richtigen Schiene bist. Und lass dich von jener Liebe gefangen nehmen und lass sie in die Lieder einfließen, um meine Braut zu mir nach Hause zu bringen. Wirklich, sofern du jeden Tag aus dem Becher meiner Liebe trinkst, wirst du das haben, was du brauchst, um alles auf deinem Teller zu beenden. Wenn du diese Zeit überspringst, wirst du schwach und trocken werden. Wie du dich in letzter Zeit gefühlt hast, es ist möglich, die gesamte Energie und Kraft, die du brauchst, von mir zu beziehen. Ich habe dies allen ermöglicht, die innig engagiert sind, ihre Mission auf Erden zu erfüllen, eine unendliche Menge an Kraft, Inspiration und Liebe. Herr, ich fühle mich so entmutigt, denn wenn ich mich ans Klavier setze, fühle ich mich völlig fehl am Platz, weil ich nicht geübt habe. Kannst du mir bitte helfen damit? Dein Job ist nicht einfach. Aber ich habe dich nicht gerufen, dass du es ohne meine Salbung und Kraft tun sollst. Du verlässt dich viel zu sehr auf dich selbst. Vergiss, was du hast oder nicht hast. Dein Lagerhaus ist leer. Tauche lieber in mich ein und sauge meine Energie, Inspiration, Liebe und Ausdauer auf, denn ich habe sicher mehr als genug in meinem Wesen, um jeden Bedarf zu decken. Aber du vergisst, darum zu bitten. Kleines. Du wartest zu lange, bevor du fragst. Bitte mich laufend und zu jeder Zeit darum. Bleib verbunden mit mir und auf mich fokussiert, und du wirst mehr als genug haben. Mehr als genug. Und ja, folge meinen Anweisungen bezüglich Schwimmen und Trainieren. Das ging mir durch den Kopf, als er das sagte. Ich werde manchmal faul. Herzbewohner, was in Claires Leben vorgefallen ist in den letzten beiden Wochen, ist genug, um jeden zu bezwingen. Aber aufgrund eurer Gebete und Treue erholt sie sich. Sie und ihre Teammitglieder. Aber ich sage euch allen, diese Quelle braucht fortwährende Gebete, um die lebendigen Wasser aus der Tiefe am Fließen zu halten. Also bitte ich euch, treu zu bleiben im Gebet für sie und ihr Team. Der Feind hat viele Umwege und Ablenkungen, Angriffe und Situationen geplant, die außerhalb ihrer Kontrolle sind. Aber eure Gebete für sie haben viel von dem Schmerz, den sie zufügen wollten, neutralisiert. Und hier ist sie und steht immer noch mit einer Menge Hilfe und Gnade von mir. Dies soll euch allen eine Lektion sein. Ich kann mit euch durch jede Attacke marschieren, die von dem Feind geplant wird, wenn es notwendig wird. Haltet eure Herzen und Gedanken rein von bösen Vergeltungs- und Urteilsgedanken. Dies ist, was der Feind nutzen möchte, um euch von mir zu trennen in euren eigenen Gedanken und Herzen. Und ihr wisst, wie ich Richten verabscheue. Es ist eine Falle, um Seelen allem zu berauben und sie bankrott zurückzulassen.
Schlagt also nicht zurück und denkt nicht über Vergeltung nach. Betet lieber für diese Menschen, die euch unfaire und ungerechte Dinge zufügen. Das allerletzte, was Satan möchte, ist, dass ihr eure Aufgabe auf dieser Erde beendet. Deshalb kommt er gegen euch aus verschiedenen Richtungen, um euch eure Energie und eure Lebenssubstanz zu rauben, um euch dann nackt und blutend auf der Straße zurückzulassen. Ganz egal, was er euch antut, denkt daran, es sind nicht die Menschen, die involviert sind, die dies getan haben, sondern der Feind nutzt sie unwissentlich, um die Widersacher des Königreiches der Dunkelheit zu zerstören. Eure Loyalität gegenüber Claire und dem Kanal und dass ihr ihr in diesen verborgenen Winkel der Welt gefolgt seid, eure Loyalität macht es mir möglich, sie weiterhin zu nutzen und euch die kostbarsten Geschenke meines Königreiches zu überbringen. Da gab es viele Loyalitätstests gegenüber mir und diesem Kanal, und jene von euch, die geblieben sind, ich werde euch über eure Vorstellungskraft hinaus belohnen. Der Grund ist, dass ihr euch in den kleinen Dingen treu erwiesen habt. Deshalb werde ich euch mit den Großen überschütten. Dies ist ein Gesetz in meinem Königreich. Seid treu mit den kleinen Dingen, und ich werde euch die größeren Dinge anvertrauen. Euer Land befindet sich im Moment weiterhin im Aufruhr. Obwohl essentielle Veränderungen in Arbeit sind, ist es trotzdem ein dunkler Tag in der Geschichte von Amerika. Durchbrüche werden kommen, aber nicht ohne Schwierigkeiten. Betet immer für eure Nation, ihr Lieben. Betet, dass das Gute über das Böse triumphieren wird, das tiefer verwurzelt ist in dieser Nation, als ihr es euch vorstellen könnt. Wenn es euch möglich wäre, das überwältigende Böse zu sehen, das auf dieser Erde und in dieser Nation im Augenblick regiert, wäre euer Gehirn vollkommen überlastet und ihr wärt erstaunt, dass die Erde immer noch existiert und dass diese Nation immer noch steht. Wenn ihr aber dann die Mächte des Guten sehen könntet, die viel größer sind, die Engel und Heiligen und jeder einzelne von euch, der nicht schläft, dann würdet ihr verstehen, dass es Hoffnung gibt und für das übergeordnete Wohl habe ich euch mehr Zeit gegeben. Mein Vater war aber stark versucht, auszurufen, genug. Euer Wille, Gutes zu tun, zu beten und einen Unterschied zu bewirken, hat sein Herz erweicht bezüglich darüber, mit dem Urteil voranzuschreiten. Wenn ihr mit dieser Haltung weitermacht, werden wir bestimmt bald eine Verbesserung sehen. Und denkt daran, dort wo Amerika hingeht, geht auch die Welt hin. Ich weiß, dass viele von euch bis zur Erschöpfung gearbeitet haben und darüber hinaus mit euren Reserven. Und ihr seid am Ende eurer Ressourcen, mental, emotional und physisch. Darum sage ich euch, da gibt es ein endloses Angebot an Kraft und Stärke aus meinem Herzen. Ihr seid Herzbewohner und ich möchte sehen, wie ihr diese Kraft nutzt. Bittet einfach, meine Lieben, und dann verweilt mit mir in der Anbetung und ich werde euch bis zum Überfließen anfüllen. Wenn ich dies tue, möchte ich aber nicht, dass ihr es an eure persönlichen Absichten verschwendet. Ich will, dass ihr darüber wacht und es nur für den Aufbau des Königreichs nutzt. Wem viel gegeben wird, von ihm wird auch viel verlangt werden. Kommt also, kommt nahe zu mir, erneuert euren Geist in mir, eure Kraft und Inspiration, gekoppelt mit Geduld. Ihr braucht dies dringend, um durchhalten zu können. Kommt und bittet darum, dann nutzt die Gnaden treulich und ihr werdet sehen, wie groß euer Gott in euch ist. Kommt und verschwendet keine weitere Minute.
kommt und schwimmt in meinem Herzen, sitzt zu meinen Füßen, ruht in meinen Armen, liebt mich über alles, meine Leute. Und durch diese Anbetung werden wir eins auf eine Art, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Ziemlich ähnlich mit dem, wenn Holz sich in Stein verwandelt. Die Nahrung in meinem Herzen wird euch eingeflößt und sie ersetzt jede Zelle und verwandelt sie von etwas Endlichem in etwas Unendliches. Von Verfall zur Unvergänglichkeit. Genau wie das Holz versteinert wird, weil seine Substanz mit Nahrung ersetzt wird, die es in Stein verwandelt. Genauso stärke ich jede Faser eures Wesens durch diesen Prozess des Verweilens und der Anbetung. Das Lesen der Schriften und das Verweilen darin ist ebenfalls lebensspendend und erneuernd, weil jene Worte aus meinem Herzen kamen für euch. Und in ihnen zu verweilen, gibt euch viel Kraft, es erneuert das Leben. Seid aber immer bereit, jenen Gedanken loszulassen, um im Ozean meiner Liebe zu schwimmen, wenn ich euch zu mir hochhebe. All diese Dinge sind Hilfsmittel, wie die Sprossen einer Leiter, die euch in die unbegreifliche Herrlichkeit meiner Liebe zu euch führen. In jenem Moment also, wenn die letzte Stufe erreicht wird und ich meine Arme vor euch ausgebreitet habe, habt keine Angst, in den Ozean meiner Liebe zu springen und euch meinem Wesen zu übergeben, wo ich euch erfrischen werde und wo wir für immer eins sind.